Ich habe 3 Leben auf einmal bekommen. Was ist denn das für ein Bonus? Was ist denn das? Der Weihnachtsbonus hier. Hab mich aber auch abgerackert. Holle! Brrr. Brrr. Ins Kleinhirn rein. Haha. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Super Mario World, ihr 93 Tobi. Ja, die letzte Welt steht uns bevor. Wir müssen jetzt durch das gesunkene Geisterschiff gehen. Nicht, dass es ein Geisterschiff ist, es ist gesunken. Nein, es ist nicht nur gesunken, es ist ein Geisterschiff, um in das Tal von Bowser zu kommen. Ein Tal und 2 Hügel, was werden es sein? Die Hörner, die Brüste, müssen wir weitergehen, dann werden wir es sehen. Ja, ich habe jetzt nochmal hier Leben gesammelt, allerlei Leben gesammelt, Blut. Zum Glück bin ich hier nicht allein, ich habe meine Löcher an der Seite. Ah, das ist eines wie die von diesen versunkenen, wie von diesen Luftschiffen. Ah. Yoshi, komm verdammt nochmal her. Komm her. Du bist hier Reptilie, du bist nicht Amphibie, du kannst hier nicht lange Luft anhalten. Blub, 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 blub. So. Also was wollte ich gerade sagen, das ist eines wie dieser Luftschiffe, die man hier in anderen Teilen sieht, richtig? Okay, ich kann mich jetzt nicht so mit der Reihenfolge aus, aber ich vermute, das Luftschiff, woran mich das jetzt erinnert, ist wahrscheinlich ein Vorgänger. Das Super Mario World kann wahrscheinlich nach Super... Geist, Hukidibukidi. Kann wahrscheinlich hier nach... Ah, verdammte Kiste. Soll ich mir auch noch hier merken? Da! Verdammt! Soll ich mir auch noch merken, wo hier die Geister immer sind? Das ist doch wohl sicherlich Zufall, wo die sich hier materialisieren. Okay, okay, okay. Werdet wieder unsichtbar. Yoshi kommt zu... Ich hätte den Yoshi einfach freilassen sollen. Der braucht mehr Auslauf, beziehungsweise frei schwimmen. Blub, 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 okay. Da war ja zumindest, da ist was drin. Ist es immer eine Feder? Nein, das ist einfach nur ein Power-Up, dass ich schön groß und stark werde. Ich brauche Harnpilze, Vitamine. Da habe ich direkt in den Auslauf hier geguckt. Hier. Harnpilze, Vitamine? Aber ich meine, es sind ja keine Pflanzen. Es sind ja so Gewächse im Grunde. Das, was man ja isst, ist ja eigentlich nur die Knolle. Ja. Das, was man ja... der Pilz ist ja eigentlich nur so eine Art Geflecht. Okay, also sobald die unsichtbar werden, werde ich warten, damit ich weiß, wohin ich schwimmen kann. Alter, das ist schwierig. Ja! Puh, das war jetzt Glück gewesen, dass die sich jetzt hier verdünnisiert haben. Okay, du. Okay, links, rechts. Green light, left, red light. Okay, ich habe euch alle auf der linken Seite, ich habe euch auf dem Radar. So wie sich auch die Bus auf der hier im Kreis herumdrehen. Ja, Schande. Okay, da links sind welche. Da drüben ist noch ein Kreis. Könnte sich der Kreis bitte mal öffnen? Alter, Walter, so viele Geister. Sind die eigentlich irgendwie auf der anderen Welt oder sind das mal... Wow! Alles mal verstorbene Leute. Da könnt ihr mal sehen, ich habe Lungenkapazität. Ja, ich kann ja lang unterm Wasser halten. Aushalten oder auch bei anderen Sachen, wo man die Luft anhalten muss. Komm schon, Leben, gib mal Leben. Wahoo! Oh, verdammt. Verdammt. Und ich habe keinen Mittelpoint-Check gefunden. Hat das passiert? Wenn man hier lang genug fällt, dann sieht man hier das schmerzenverzerrte Gesicht von Mario. Alter, das war jetzt knapp an der Schläfe vorbei. Nein. Kugel Willi, nicht in meine Hose. Da ist noch ein anderer Willi. Da hat die schon alles vermietet. Ja, ja, ja. Okay, ich habe keine Jolly. Ich muss aufpassen, wenn jetzt hier die... Genau davon rede ich.
Ich könnte, es könnte sein, dass manche Geister hier gar nicht einem schaden, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Okay. Ah, verdammt. An der linken Popa hat er mich gekniffen, weil sie so süß aussah. Was hätte ich da jetzt besser machen können? Wahrscheinlich einfach nur sinken, anstatt nochmal zu schwimmen und mich hier 5 Meter nach oben zu befördern. Einfach mal sinken und dann langsam und geschmeidig zur Seite rutschen. Aber ich glaube, da ist wirklich Yoshi zu haben ein Nachteil, weil dadurch hat man einfach eine größere Hitbox. Beziehungsweise, da er auf dem oben drauf sitzt, kann man eher in die Geister reinrutschen. Okay, da... Okay, das ist der Abschnitt. Okay, wo seid ihr? Ach komm, natürlich, hier hätte ich jetzt mehr gebraucht. Und einfach im Kleidflug. Erst still. Okay, und runter. Ich weiß gar nicht, wie andere das machen. Ja, also wenn ich ja tauche, also früher, da habe ich es ja geliebt, wenn ich im Schwimmbad war, bin ich getaucht. Seitdem ich da halt jetzt meine Haare färbe, traue ich mir das gar nicht, weil ich denke halt eben, dass das Chlor im Wasser, oder halt weil das halt meistens in dem Wasser drin ist, dass es halt dann irgendwas mit der Farbe machen wird. Zum Beispiel, oh, die Farbe wird jetzt rausgehen, dann ist auf einmal das Wasser dann bläulich und dann meine Haare werden halt richtig hier nochmal heller gemacht. Aber auch wenn ich da dann getaucht bin, ich habe halt natürlich die Luft angehalten. Aber dann, wie solche Geschichten darf ich nicht erzählen, deshalb mache ich das jetzt schnell. Ich habe da immer Probleme gehabt, wie komme ich nach unten, weil da brauche ich ja umso mehr Kraft. Andere, die können sich irgendwie problemlos unter Wasser dann halten, obwohl sie ja Luft angehalten haben und alles. Und hat es dann einfach damit zu tun, wie stark die Beine, wie stark die Arme sind, dann kann man sich hier nach unten halten. Hoppale. Am Bierbauch vorbei. Wobei, der Bierbauch ist der Lasagnebauch. So. Wenn ich jetzt bei diesem Abschnitt bin, dann werde ich mich konzentrieren. Da muss ich mal still sein. Klappe halten ist dann angesagt. Das ist doch jetzt nicht euer verdammter Ernst. Direkt rein in die Geister. Ich muss nämlich genau schauen, wo die Geister sind. Wo ist mein Weg? Okay. Dieser Abschnitt ist schon vorbei. Jetzt kommen hier wieder die Mini-Bursche und die Bo-Ringe. If I like to put a ring on it. No, no, no. Das ist ja die andere Art Ring, den man hier zur Tortur nimmt. Ja? Okay, dreh dich rum. Ich habe euch im Blick. Könnt ihr euch verdammt nochmal nicht rühren. Ha, das sind die Geistergesetze, so wie Vampire, die nicht hier ins Haus rein dürfen, wenn man es ihnen nicht erlaubt. Ha, hä? Ja, selber blöd, wenn ihr euch in solche eigenkreierte Regeln haltet. Gut, das ist jetzt der Starfall-Abschnitt. Ah, gib mir einen Pilz. Nein, der Pilz. Wie soll ich denn bitte an diesen Pilz drankommen? Ich verpasse ja alles. Okay, da wäre eine Box gewesen, hätte ich wahrscheinlich was gefunden. Okay, und jetzt mittig fallen. Einfach mit. Das ist so fies. Das ist so fies gemacht. Hä? Wenn man sich das vorstellt, erster Versuch. Hey, oh, da kommt von links und rechts was. Also instinktiv gehst du halt in die Mitte. Und ne, was ist? Am Ende ist genau eine Stachelkugel, der du ausweichen musst. Hm? Genau die eine in der Mitte. Da tun sie hier mit dem Vertrauen der Spieler spielen. Hm? Was sollen wir denn machen? Ausweichen oder nicht? Oder darauf reagieren? Pa! So, okay. Okay, ich will wirklich versuchen, groß zu bleiben. Und sobald ich sage, sagt sich das Schicksal, nö, mein Freund, du musst so auskommen. Ich kriege hier wieder diesen Juckreiz, diesen... Ah.
diese Definition Level, mach einen Fehler, darfst alles wieder von vorne machen und ich bin kurz vorm Ende. Kurz vorm Ende bin ich da, sobald ich da runterfalle und dann ist da vielleicht nur noch ein kleiner Raum und dann geht's da schon weiter. Pah. Wir sind ja noch nicht mehr im Tal von Bowser, da bin ich noch mehr angekommen. Pff, das Tal von Bowser, damit ich jetzt das Haupt von Bowser sehen. Okay, Konzentration. Hier darf ich nicht reden. Hier ist Pantomimenzone. Okay, sobald hier die Geister-Yoshis sind, bin ich schon mal sicher. Sehr schön. Ich würde am liebsten versuchen, an diesen Pilz ranzukommen beim Fallen, aber wie mache ich das? Hä? Ha? Hi? Ja, okay. Okay, jetzt seid ihr beide so in dem Radius, dass ihr mich seht. Du guckst zwar nicht in meine Richtung, aber trotzdem, das giltet. Hup, hup, hup. Hey, warte. Ich seh euch, ich mag euch nicht, verzieht euch. Hup. Okay, wie ist der Trick? Also im Grunde, ich musste so schnell wie möglich nach rechts gehen, damit ich den Pilz kriege. Okay. Stern, okay, und jetzt rüber. Wo ist der Pilz? Da ist der Pilz. Ich hab den Pilz, ich mag den Pilz. Jetzt mehr in die Mitte und irgendwo hier war die Plattform. Ha, du kannst mich mal. Jawohl. Noch ein Stern, alles klar, das muss ich mir merken. Ihr könnt mich mal, gebt mir Leben, gebt mir Münzen. Bitte was? Ah, ich war wirklich kurz vorm Ende gestorben. Ihr könnt mich kreuzweise und im Vierk und im Kreis werde ich hüpfen. Oh. Continue und safe. Dankeschön. Das ist doch nicht mal da. Das ist hier der Bälle-Button. Das ist der Bauchnabel. Okay, was war das auf mich von? Yo! Big cool Maul, Dude. Was schon geht? Ach so, den habe ich jetzt eingesperrt, durch dass ich den roten Block aktiviert habe. Haha. Herbatsch, yo. Autsch. Bitte was? Hä? Okay, also anscheinend kann ich den nicht erledigen oder ist er immun oder braucht er mehrere Treffer, so wie hier die großen Zerotopse? Dem kann ich ja gar nichts anhaben. Ja. Yo. Das Genick ist durch, Mann. Und was bringt mir jetzt das jetzt, dass der erste Maul-Dude hier eingesperrt ist, dass ich sehe, aha, da kommt was auf mich zu und war was Gefährliches. Okay, ich gehe mal unten rum. Das ist das Problem. Moment, doch. Ah, nee, Moment. Hell. Hep, Alter. Hep, hep, hep. Ah! Alter Falter. Oh, schöne Symmetrie. Okay, ich werde das nochmal versuchen, weil ich glaube, dieser Abschnitt ist leichter als da, wo die großen Mauldudes sind. Besonders als kleiner Mario. Alle, hep. Hep. Wow, was für ein Timing. Hep, 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 hep. Alter, ich habe einen Stil drauf hier. Haha. Achso, das war hier nur für... Nur für eine Münze. Ja, danke schön. Und dafür riskiere ich hier mein Leben und meinen Hals. Sollen sie lieber hier mit Küssen bedecken. Komm her, Pussy, Pussy, Pussy. Okay, wo ist die Gefahr? Ja. Münze. Kommst du wieder zurück? Ja, da kommst du zurück. Hey, habe da. Ja. Alter, hier die Maul-Dudes-Drillinge. Okay. Komm her. Hallo. Juhu. Yep. Alles hier im Großformat. Hä? Oh, Mittelpoint. Hey ho, Mauli. Holy Mauli. Dankeschön. Nee, da haben wir die Schnapper. Kann ich da hüpfen? Ja. Moment. Moment. Kann ich den irgendwie umdrehen? Ich muss auf dem hüpfen, jojo, ich verstehe. Komm her, Mauli. Boom, Schakalaka. Dankeschön. Ich will den gar nicht mal töten, was ist das? Ich habe 3 Leben auf einmal bekommen, was ist denn das für ein Bonus? Was ist denn das Weihnachtsbonus hier?
Hab mich aber auch abgerackert. Holle! Brrr. Brrr. Ins Kleinhirn rein. Haha. Moment. So, so. Münze. Jupp. Und dadurch, dass ich den gelben Block hier erledigt habe, sind ja alle eingesperrt. Es hat sich doch hier als gut erwiesen, dass ich hier den ganzen Schalter aktiviert habe. Nein! Ja, verdammt, hoffentlich kommt da jetzt keine Wand. Oh, Backe. Oh, Backe. Lass keinen großen Mauli kommen. Ranke, 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 ranke. Danke, 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 danke. Bitte lass da oben abgeholt sein. Ich bin zu klein und gebrechlich. Oh, Bonis! Komm schon, gib mir viele Leben. Okay, rechts. Mint, North, it hieß es. Links, Mitte, nein. Das ist erst das zweite Mal, dass ich das in einem Level sehe. Diesen Level habe ich am Anfang immer oft benutzt, um Leben zu sammeln. Gut, genau 50 Leben. Damit kann ich leben, damit kann ich überleben. Dankeschön. Ach bitte, was ist denn das für eine Hitbox? Ich bin ihn auf die Schnauze gehüpft. Der kann mich hier am Po mal riechen und schlecken. Kann er auch mal schmecken. Wieso bin ich denn... Hä? Wieso bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Was? Hä? Das verstehe ich nicht. Also hier bin ich... Ach, das hat mich wieder zurückgesetzt. Ich dachte, ich war doch eigentlich schon mal am Mittelpunkt vorbei. Hüpp. Okay, welcher im Weg... Ist da unten was? Ich weiß es nicht. Lass keinen Maul, du... Ach komm, bitte nicht. Ach, ihr könnt mich mal, also wirklich. Moment, das kriege ich hin. Seine spitze Nase ist halt doch zu spitz hier. Wenn er unten drum genauso spitz ist, ja dann kann er hier die Frauenwelt beglücken. Und das sind großen Stirn. Hüpp. So. Okay, da bin ich ihm jetzt auf die Sonnenbrille gehüpft, also anscheinend vorderste Front, sobald du es nur berührst, der ist so cool und nicht im Sinne von cool, sondern so cool, so abschreckend, da kannst du ihn nicht mehr berühren, da hast du nicht hier die Urheberrechte dafür. Deshalb darf ich auch keine Uhren aufheben. Boah, der war schlecht, ich weiß, aber den habe ich mal gehört und den konnte ich mir nicht jetzt gerade verknöpfen. So, mal ab, den oberen. Komm her. Alle. Oh, kommst du jetzt? Okay, du hast dich fertilisiert. Dankeschön, hast dich rar gemacht. Besser ist es. Bam, 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 bam. Ah, genau, stimmt, da war ja was gewesen. Okay, kommen die jetzt von beiden Seiten, dann habe ich jetzt ein Problem. Hup. Ah, das wollte ich. Allerwärts, große Bühne ausgenutzt. Halle. Allerwärts, kannst mich mal. Jupp. Halle. Boom, Schakalaka. Danke für den Weg freimachen. Allerwärts. Alter, wo ist hier der Ausgang? Da unten ist der. Verdammte Kiste, verdammt nochmal, kannst du nicht mal für ein paar Sekunden da sitzen, du hast eine Ausdauer hier wie ein Hengst. Hier, nimm ein Zuckerstück. Beruhig dich mal, lass mich in Ruhe. Okay, welchen Weg muss ich jetzt hier gehen? Ja. Gut, also ich glaube, ich muss den Weg gehen hier. Und das kriege ich hin. Ja, ich kenne mich aus hier. Hallo. Und jetzt nach unten. Am Mauli vorbei. Alle ab. Dankeschön. Haha, ich gehe in deine Röhre rein. Ich spring in der Klemm. Na, das ist mein, wie sagt man? Mein Spezialgebiet. Wow. Einmal zeigt er hier nicht hier zwei Finger, sondern nur den Mittelfinger. Du kannst mich mal. Wirklich, Valley of Bowser Number 2 und danach kommt nochmal ein Geist aus. Das mit dem Schiff hat mir schon gereicht. Oh je. Oh Mann, da. Was? Sind wir jetzt in der Höhle oder was? Wenn hier die Fledergeier sind. Puh. Beinahe hier mir ins Ohr geflogen. Da hätte ich mir aber was anhören können. Da! Oh, diese Schreck.
einfach nur ein Regenbogen. Hooray, taste the rainbow! In allen Geschmacksrichtungen für 3,99 € in ihrem Rewe-Markt. Ich höre dich, ich spüre dich, ich liebe dich. Okay. Du kannst mich mal. Ja, ich gehe einfach weiter, auch wenn da jetzt vielleicht ein Pilz drin ist. Den Pilz kann ich mir auch ein anderes Mal holen. Bloß nicht auf den. Bloß nicht drauf hüpfen, ansonsten mache ich mir selbst eine Todesfalle draus. Schneller, schneller. Hallihoppa. Nein, ich habe meinen Einsatz verpasst. Und. Hüpp. Danke für die Schale. Wie komme ich jetzt hier raus? Moment. Aha. Okay, so wird's Okay. Das ist unfair. Das ist unfair. Wie soll ich einem Gegner ausweichen, den ich nicht mal sehen kann, weil er gerade erst reingespawnt wird? Hä? Was soll ich denn da bitte machen? Abwarten? Ja, ich weiß ja nicht, wann der Typ kommt. Hä? Ich weiß ja nicht, wie pünktlich der ist. Ob der so pünktlich ist wie die Deutsche Bahn oder hier. Pff. Gib mir einen Pilz. Ah! Schale gegen Schale, mein Bruder. Nein! Oh, du. Echt, ihr könnt mich kreuzweise, ihr Cooperlinge. Habe ich mir hart erkämpft. Hart erkämpft habe ich mir hier das. Und dann kommt, reißt ihr mir das wieder aus dem Leibe. Hä? Steckt mir die Hand in den Hals und macht, oh, dieser Pilz, der war für unsere Suppe gedacht. Salutchen nochmal. Und Schubertschubs, ich habe Unterzucker. So, ich habe eine Schale. Die Schale nutze ich. Und damit erwische ich hier. Bam! Yo! Das ist angewandte Kampfkunst hier, meine Freunde. Nutze im Vorausschauen. Hier die Waffen, die dir gegeben sind. Ah, verdammt nochmal. Und dann schießt er damit selber ins Bein. Angewandte Kampfkunst. Ja, kann auch gegen einen selber angewandelt werden, wenn man Pech hat. Ja. Komm her. Auf die Sanddüne. Okay. Gut, keine Ahnung, warum das jetzt gezählt hat. Ich hatte das ja nicht geworfen. Ich hatte die Schale nur in der Hand. Aber hey, ich bin groß und dabei. Das möchte ich. Ach, du kannst mich mal kreuzweise. Ja, da rege ich mich immer auf. Hä? Mir passiert was Gutes und das Universum denkt sich, ne, müssen wir wieder ausgleichen. Ich höre dich. Flatterdi. Das ist der einzige Hinweis. Das Flatterdi und dann kommen hier die Gegner. Ja. Okay. Bitte, gib mir was. Dankeschön. Und Mittelpoint. Danke. Davon möchte ich gerne mehr sehen. So. Könnte ich... Ich schwöre, wenn ich jetzt diesen... Wenn ich den jetzt nicht gekriegt hätte. Oh, Backe. So, bringt mir jetzt ja nichts. Ich habe keinen fliegenden Yoshi. Gut. Ich verstehe schon, was ihr von mir wollt. Stück für Stück. Wieder ein Apfelkuchen. Nee, Münze. Und bloß auf die Lücken aufpassen. Dann da, nur dort wirst du überleben. Ja. So, diese Yoshi-Münze werde ich mir nicht holen. Ich bin nicht lebensmüde. Ich gehe hier weiter. Wo ich weiß, das ist sicher. Ich habe genug Leben. Ich brauche nur noch 3 Sterne, dann kann ich mir wieder ein paar Bonusleben verdienen. Was habe ich mir gerade dabei gedacht? War da eine Lücke? Hm? Und ich hätte jetzt nicht da. Und ich sollte nicht damit hoffen, dass ich auf unverhoffte Lücken reinrutsche. Vergiss es. Da bringt es auch gar nichts, wenn ich groß bin. Egal wie groß ich bin, ich werde klein gemacht. Ich werde zur Sau gemacht. Was würde es mir bringen, wenn ich jetzt einen Yoshi hätte, der fliegen kann? Oder kann ich. Ist da etwa eine obere Ebene, über die ich einfach hier fliegen kann? Wollt ihr das hier damit signalisieren?
Aber bis ich hier einen Yoshi durchkriege, dann kann ich hier eine Zucht anfangen mit Yoshis. Okay, dass da jetzt wirklich ein... Ich bin gerade hier gerade wirklich selber überrascht. Ich hätte nicht, wirklich nicht gedacht, dass da wirklich ein Block ist. Ich habe jetzt wirklich gedacht, ist da jetzt ein Yoshi-Ei? Na, eine Feder. Hey, jetzt muss ich nur noch lebendig rauskommen, nicht als Pfannkuchen enden. Und dann sieht es doch hier schon mal viel angenehmer aus. Weiter, weiter, weiter. Ab in die Lücke. Hopp, hopp, hopp. Weiter, 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 weiter. So. Wo muss ich da rennen? Am besten... Moment. Wie soll denn das klappen? Am besten ist es... Ich muss jetzt... Bis hier in die Mitte laufen? Und dann rüber. Genau. Den Aufzug. Ja. Renn, 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 renn. Danke, danke, danke. Das sieht schnieke aus. Okay, ich kann da oben rennen. Ich kann aber auch unten rennen. Ich weiß aber nicht, was da unten auf mich wartet. Geronimo! Verdammte Kiste, das hier wäre eine Sackgasse gewesen. Okay, weiter, 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 weiter. Okay, und weiter, 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 weiter. Ist ja schon ein bisschen dialogisch hier in so einem Kinderspiel, oder? Hier mit der... Da kann man ja Klaustrophobie entwickeln. Ja. Die ganz engen Räume hier. Okay. Nee, 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 nee. Ich bleibe in den Zwischenräumen. Ich bin in den Wänden. Ihr hört meine Stimme. Okay. Nicht. Nee, das ist... Oh, ich muss, wenn das da... Sobald es nach oben geht, dann muss ich losgehen. Und ich kann da ein bisschen mehr Zeit verschaffen, indem ich hier dann hochhüpfe. Und los. Los. Dankeschön. Pff, wo ist der nächste sichere Punkt? Da drüben rechts. Weiter. Und weiter. Ja, ja. Ihr werdet mich nicht täuschen. Da rechts ist keine Lücke. Hier ist die Lücke. Und da ist die Lücke. Ja, ja. So, okay. Ihr könnt mich mal. So weit habe ich es geschafft. So, zumindest weiß ich, ich kann mir hier eine Feder holen. Dann muss ich dir keine rausrupfen, Fledergeier. Also sowieso so wenige. Pah. Hüp, hüp. So, und jetzt muss ich nur hier warten, bis die Feder mir ins Haupte kommt. Also hier nochmal, genau, hier waren die Flügel gewesen. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Schön, 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 schön. Hamana, hamana. Ein paar München, warum nicht? Nur noch sieben, dann kriege ich wieder ein Leben. Los, los, los. Jede Yoshi-Münze zählt ja auch als eine Münze, aber das ist mir nicht wert. Nö. Nö, nö, nö. Okay, wenn ich jetzt nach... Wenn es nach unten geht, dann hätte ich hier zwischendrin eine Pause, genau. Ich nehme mir die Zeit. Renn, 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 renn in die Lücke rein. Gut. Wenn ich da laufe, wieder rechts. Los, 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 los. Hahaha. War ich jetzt links oder rechts gelaufen? Ich glaube, ich war oben rum und dann habe ich... Renn um dein Leben, verdammt nochmal. Nein, da war die Lücke. Ah, verdammt. Hier war es verkehrt. Renn, renn, renn. Danke, danke, danke. Und jetzt schnell in die Lücke rein. Richtig durchrennen kann man ja auch gar nicht. Muss man sich schon Zeit lassen. Weiter, 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 weiter. Da rechts ist die Lücke. Aber erst nochmal runter hier. In die Einkaufsetage. Bei Ikea. Erstmal was essen. Und dann geht's wieder weiter hoch zu den Betten. Müssen wir jetzt viel ausprobieren. Und renn. Puh. Ich schwöre, wenn ich hier nur ein Pixel irgendwie in der Ecke drin bin, dann würde es mich das Leben kosten. Darauf wette ich, ja. Aber da, ich kann weiter rennen.
Oh, das war die Stelle, wo es mich vorhin erwischt hat, richtig? Das ist gut. Also ich bin näher am Ziel. Komm, renn. Und renn. Jawohl, da ich schieße so. Und nun renne zu dem Rohr. Ich drück die Taste so schnell ich kann. Drück dich durch. Jawohl, durch den Sand. Machen wir eine Sandbogenschöne. Ah, super. Nein. Uah. Alter. Okay. Bewegst du dich? Erst wenn ich aktiv werde. Ohne Schalter wird es immens schwer. Jawohl, ich kriege Bonuspunkt und Bonusleben, eher gesagt. Wow. Yes. Bonusgame, was willst du haben? Pilze kriegst du von mir. Nein. Moment. Okay, ich hoffe, das ist ein paar Punkte wert. Ich habe einen Pilz habe ich im Moment. Und, hüpp. Nix. Ich schäme mich zutiefst in den Erdboden. Ich habe gar nichts gewonnen. So, ich hoffe, dass danach wieder ein Safe Point ist. Safe Point. Boogity. Will ich die Feuerblume? Ja, nehmen wir mal die Feuerblume, auch wenn die hier gegen die Geister überhaupt nichts bringt. Oder gegen die Plasma-Blasen. Und hüpp, ich habe ein Leben. Puh, das war jetzt knapp am Ziel vorbei. Ich habe doch nur den 2-10. Bitte was? Ach, den kann ich mitnehmen? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Oh, super, was erwartet ihr von mir, hä? Renn, einfach renn. Lass die Blöcke sein. Weiter. Okay, letzte Tür. Ich wette, das ist richtig. Will ich das? Wenn ich das jetzt aber mache, dann gehen hier ja die Blöcke weg. Moment, da kann ich durch. Hup. Ah, verdammt. Lass mir meine Feder. Du bist genau im Weg. Blöder Bu. Okay, ist das die Tür, wo sie wollen, dass ich durchgehe? Das habe ich gesehen. Das werde ich petzen. Okay, das war wohl verkehrt, weil jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Dann geht's mal links rum. Ah, verdammte Kiste, ist hier was los. Weiter. Oh, Mann. Da bin ich doch durchgegangen. Und jetzt einmal alles von hinten durch, oder was? Weiter. Hip. Und hip. Ist da was drin? Nur Münzen. Ich brauche doch keine Münzen. Okay, hier kann man Leben sammeln. Gut. Dann probiere ich mal Tür Nummer 1. Vielleicht ist es ja doch die offensichtlichste. Nein, da bin ich wieder am Eingang. Ach, das ist doch bescheiden. Gib mir einen Pilz. Also hier muss ich wirklich drauf achten. Also welche Tür? Also erstmal die ganz hintere. Das schien mir schon mal richtig zu sein. Und die Zeit läuft mir natürlich davon. Wenn es nicht die hinterste Tür ist und auch nicht die erste, dann probieren wir mal die zweite aus. 1, 2 und ich habe ein Leben wieder. Sehr schön. Dann komme ich hier raus. Okay, das ist nicht richtig. Kann ich hier was machen? Wenn ich diese Tür nehme, dann komme ich wieder in den Anfang. Aber hier komme ich ja auch nicht zurück. Warum wollte es, dass ich den Schalter dann nutze? Okay, halt. Probieren wir die dritte Tür aus. Ja, ich weiß. Zeit wird knapp. Hep. Und ein. Okay, ich renne erstmal durch, dass ich mir ein Leben verdiene. Dankeschön. Okay, vorletzte Tür. Probieren wir die mal, ob die richtig ist. Ja! Einfach ausprobieren, was geht, und dann kommst du auch durch. Mit wehenden Fahnen.
Woran erkennt man das Nationalgetränk der Länder an ihren Fahnen? Und bitte speichern. Continue and save. Meine Freunde, die Hälfte der letzten Welt, das Tal des Bauses, da schwebt er schon hier, ominös in seinem Klauenmobil. Haben wir schon geschafft und der nächste Teil könnte vielleicht, aber auch wirklich vielleicht, in Anführungsstrichen, das Finale sein. Lassen Sie sich einfach überraschen, wenn Ihnen diese Ausgabe von Super Mario World gefallen hat. Lassen Sie es mich bitte wissen. Und bis dahin sage ich hier 93 Jovo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.